So, hallo und herzlich willkommen. Wie viele schon mitbekommen haben, geht es hier drunter und drüber in Escape from Tarkov. Die Trader-Preise sind in den Keller gegangen. Die Hersteller haben gemeint, sie tun den Spielern einen Gefallen und machen alles nochmal ultra günstig, sodass vielleicht der ein oder andere Waffen ausprobieren kann, die er sonst nicht ausprobieren kann oder hat oder wie auch immer. Also die Preise sind echt abartig niedrig. Können vielleicht mal kurz reingucken. Nehmen wir hier das Gear, zum Beispiel hier 170 Rubel, nicht Dollar, Rubel für eine Packer Armor. Das kostet ein Nachtsichtgerät 842 Rubel. Ford Armor kostet noch 7 Gold Chains. Ich weiß nicht, ob das noch kommt oder generell die Trade Items sind alle noch gleich geblieben. Aber jetzt kommen wir zu den Sachen. Hier zum Beispiel diese DVL-10 kostet 2333 Rubel. Richtig krank. SKS 275 Rubel. Was kostet die Waffenkiste? Bringt jetzt auch nicht mehr viel. 84 Rubel. Und so geht es durchweg durch alle Trader. Also, es ist richtig extrem hier. So eine M4. Was kostet die? 12 Dollar. Das ist schon abartig. 2 Dollar für eine Packer Armor. Was kostet der? 51 Dollar für den Beta-Container. Und im Forum gibt es positive wie negative Ausspruch dagegen. Ich würde für meinen Teil eher sagen, ich würde mich eher negativ aussprechen, weil das einfach mal komplett das wegnimmt, was Escape from Tarkov in meinen Augen ausmacht, und zwar eben die Angst, was zu verlieren oder eben was zu bekommen. Wenn ich jetzt hier reingehe, es ist nur noch pures Deathmatch, denke ich mal. Also es ist jetzt das erste Moment, wo ich seit dieser Aktion reingehe. Ich habe natürlich jetzt auch YOLO-mäßig einfach mein Zeug angeschmissen. Kostet ja alles nichts mehr. Ich habe erst einen Pilgrim-Rucksack mitgenommen, habe ich mir auch gedacht, so, warum soll ich einen Pilgrim-Rucksack mitnehmen? Ich kann mir doch alles vom Jadoff kaufen. Es ist ein echter Witz. Also in meinen Augen, ich finde es eher negativ und ich denke, dass das Ganze hier das gleich noch bestätigen wird, wenn meine Packets mich lassen. Ich denke, jeder wird hier bis an die Zähne bewaffnet sein. Und also es gab auch witzige Aussprüche, so von wegen, ja, ich werde dich immer noch mit der Axt jagen. Aber jetzt mit dem Kieferhelm und Ford Armor. Also von dem her können wir uns auf was gefasst machen, wenn die Hatchlinge mit Kieferhelm und Ford Armor um die Ecke kommen. Aber es ist im Prinzip komplett die Spannung weg. Also wenn ich jetzt hier sterbe, das ist Equipment für, ich weiß es nicht. Oh, Granaten habe ich natürlich auch genug dabei. Da brauchen wir auch nicht sparsam sein. Hallo, wo bist du? Okay, der hat mich jetzt schon gut erwischt. Richtig gut erwischt. Was mir auch aufgefallen ist in letzter Zeit, und das ist beim Bruder und meinem Cousin genauso gewesen, irgendwie du hast so die Fights, wo du dir denkst, okay, die hast du safe, also einfach weil du im vollen Vorteil bist, gewinnst du sicher, aber du kassierst halt einfach. Also ich hatte das, ja, wie gesagt, speziell jetzt in letzter Zeit gemerkt. Ich habe keine Painkiller dabei. Ist das mein Scheiß Ernst oder was? Okay, das geht halt gar nicht. Und mein Factory Key habe ich auch nicht dabei. Ach, scheißegal, Alter. Scheißegal. Ja, ist eh komplett egal. Vielleicht hat der ein paar Painkiller dabei. Aber was ich einfach sagen wollte, ist, dass ich so Fights habe wie jetzt der gerade, wo ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, auch im Vorteil zu sein, hatte der jetzt irgendwie eine Packer Armor an oder eine Ford Armor, wahrscheinlich nicht. Gar nichts, ja. Und der gibt mir so hart. Was ist da? Ich verstehe es manchmal nicht. Hat der irgendwie noch auch nicht dabei. Kleine Painkiller. GG. Also, worauf ich hinaus möchte, hab den ersten Schuss, schieß. Und der gibt mir noch so übel. Und das mit der MP5 trotz Packer und Helm. Gut, wahrscheinlich hat er mir die Beine weggeschossen. Oben auch, aber. Vielleicht ist da euch auch was aufgefallen. Oder vielleicht bin ich auch nur einfach schlecht. Keine Ahnung, kann ja auch sein. Ich wäre der Letzte, der sagt, ich bin ein extrem guter Spieler. Aber ich habe Spaß dabei. So, was geht jetzt hier? Ich glaube, das Traurige an der Sache ist, ich kann jetzt einfach eine Granate vor meine Füße werfen. Sterb und mich juckt's einfach null.
Weil, ja, weil, es kostet ja nichts. Ich kann vielleicht die Ausrüstung nochmal kaufen. Ich depp, vergesse die Painkiller. Aber zum Glück ist mir das jetzt passiert und nicht, nicht in dem Moment, wenn es jetzt echt mein echtes Ausrüstung wäre. Erlöse mich. Weil dann hätte ich richtig, da wäre ich richtig angepisst. Gut, dann hätte ich auch den Factory Key dabei. Ach, was soll der Geiz? Komm, hol mich. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Trader-Misage haltet? Oder ob ihr das feiert, okay, jetzt nochmal alles. Ich meine, ist ja nicht mal mehr raushauen, sondern es ist ja noch kompletten Trader, kannst du jetzt auch nochmal einkaufen. Und es ist halt absolut null Reiz einfach nur noch dabei. Weil man ja, keine Ahnung, ich habe keine Angst, jetzt mein Equipment zu verlieren. Ich habe nichts davon, andere zu töten, weil, ja gut, außer natürlich der Spaß, aber ich meine, keine Ahnung. Bringt mir nichts, wenn ich den loote. Was hat der denn dabei? Eine Shotgun, was geht ab? Hallo? Ganz ehrlich, perfekte Situation. Ich will sterben. Der Scuff schießt 10-mal vorbei. Rennt weg. Was ist es? Wenn ich nicht sterben will, dann gibt er mir einen One-Clicker und ich bin down. Alter, ist es dein Scheiß Ernst oder was? Endlich. Meine Güte. Ey, es ist wie im Bilderbuch. Wenn du sterben willst, all die Verraffen ist voll. Und wenn du nicht sterben willst und, keine Ahnung, es kommt auf alles drauf an, dann gibt er dir auf 500 Metern Headshot mit der Axt, ja. Richtig krass. Ah ja, ich weiß nicht, also ich, kann auch sein natürlich, der Vibe kommt morgen. Hier ist mein Inventar gerade, es ist komplett lächerlich. Es ist komplett lächerlich. Ich hoffe, der Vibe kommt morgen. Nächste M4, scheiß drauf. Und ich hoffe, dass damit dann auch diese Misere wieder weg ist. Ich feiere das irgendwie überhaupt nicht. So, keine Ahnung. Schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare. Vielleicht sagt ihr ja, okay, cool, hey. So eine lustige Aktion. So ein bisschen Action. Aber ganz ehrlich, in meinen Augen, wenn ich so eine Action will, dann spiele ich ein anderes Spiel. Aber ich will es jetzt auch nicht komplett allen mies machen. Wenn ihr jetzt dabei seid und sagt, okay, das feiere ich total, habe ich da auch keinen Stress mit. Und würde auf jeden Fall über eure Meinungen in den Kommentaren freuen. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal Painkiller als allererstes kaufen. Weil ohne Painkiller geht es halt einfach gar nicht. Und meinen Keybar werde ich wieder reinpacken. Mit der Factory Key am Start ist. Ja, es ist halt komplett, keine Ahnung, witzlos. Ich bin generell der Meinung schon, dass die Trader viel zu einfach machen, weil man eben alles nach... Ich brauche nicht mal versichern. Ich habe auch noch zwei Versicherungsdinger offen mit Scheiße, worüber ich mich echt gefreut hätte. Wäre das nicht der Fall, wie das jetzt gerade der Fall ist. Aber gut, vielleicht bin ich ja da alleine und ihr sagt, okay, ne, das ist eine coole Aktion. Ich meine, ich verstehe es aus dem Aspekt, dass jetzt andere sagen, okay, so die DWL SV98, da habe ich mich nie so richtig dran getraut. Die würde ich jetzt gerne mal spielen und ich hatte immer Angst, die zu verlieren oder so. Und jetzt kann der die halt auspacken und kann ein bisschen YOLO-mäßig damit spielen. Dafür mag das ja echt cool sein. Painkiller. Aber ansonsten sehe ich keinen großen... Das ist höchstens halt ein Stresstest für die Trader. Das ist ein Stresstest für die Trader. Und vielleicht hat den Vorteil, dass man weniger Hatchlinge sieht. Aber ansonsten... Und GG, ich habe schon wieder Disconnect-Probleme. Vorteil dadurch ist jetzt natürlich... ist mir egal, wenn ich jetzt mein Equipment verliere, weil ich reconnecten muss. Dann sei es halt so. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr es feiert. Vielen Dank für euren Support auch und dann sage ich vielen Spaß noch und schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.